Moin! Willkommen zurück zur Lunar Dragon Challenge. Ich wollte jetzt gerade noch mal ganz kurz gucken, ob wir jetzt wirklich bisher alles gemacht haben. Dafür drücke ich mal Start und gehe ich mal über die Map. Da haben wir alles gesammelt, meine ich. Also alle Dragon Coins und alle Monde an der Zahl einer. Hier haben wir das auch gemacht. Und da Yoshi's Island sowieso. Star Road haben wir gemacht. Da gibt es ja nicht so viele Dragon Coins, aber da, wo es welche gab, haben wir sie auch gesammelt. Und ja, dann gehen wir jetzt hier wieder runter und machen den Wald fertig. Ich weiß auch nicht, was gestern los war mit mir. Ich glaube, ich habe da ein bisschen zu viel gerallt. Manchmal ralle ich auch zu viel. Und das, ich weiß... Nee, ehrlich, Leute, ich weiß nicht, okay, jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Okay, hier gibt es nämlich ein paar Tricks. Natürlich, in jedem Level gibt es hier Tricks. Und ich wollte mal gucken, ob ich hier die auch hinkriege. Ist übrigens eins meiner wenigen Ghost Houses, die ich sogar ein bisschen mag. Na, eigentlich nicht. Eigentlich finde ich es auch scheiße, aber es ist egal. Das war ja knapp, oh Gott. Hui. Whip. Okay. Let's go through the... Ist hier eigentlich eine Yoshi-Coin? Ja, das ist so lustig. Ja, guck mal, da ist eine. Nein, da ist eine. Bäh. Die sind aber freundlich platziert hier. Woo! Abuhuhu! Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Also solche Geister hier, ne? Die gehören alle verbrannt. Aber so mit Feuer. Ganz feste. Ganz feste. Und jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, ob es hier auch noch ein Secret Exit gab. Ich glaube ja. Aber wir haben zumindest schon mal alle Yoshi-Coins. Deswegen müssen wir uns darüber gar keine Gedanken mehr machen. So, hier ist das normale Exit. Jawollo. Gab's hier ein Secret Exit? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht mehr. Reep. Ja, kommt drauf an, wo wir rauskommen. Wo sollen wir denn überhaupt noch hin? Also, das geht jetzt runter. Es gibt aber kein Secret Exit, womit wir von da nach unten kommen. Also diese Strecke, die wir ja schon freigespielt haben, nochmal machen können, oder? Ja, ich mach's einfach nochmal. Ich guck mal, ob ich was finde. Und wenn ja, dann ja. Und wenn nein, dann nein. Ihr lacht euch wahrscheinlich gerade kaputt, weil ich das hier nochmal mache, aber... Was heißt ihr Lieblings-Ghost House? Ich find's scheiße. Ich find alle Ghost Houses scheiße. Jedes Mal. In jedem Mario-Hex. In Ghost House scheiße. Ist immer scheiße. Leute, nee, ehrlich, das ist nicht gut. Das macht keinen Spaß. Wech. All I need some cape. It's now. Ist ein Cape drin? I need it. Yes. Da ist es. Okay. War das hier, wenn man hier so rauffliegt? Ist hier was? Kann man hier so ein bisschen rüberrallen? Hm. Nö. Es gibt übrigens die Möglichkeit, hier genug Peacebeats zu sammeln, um hier rüber zu fliegen. Wusstet ihr das schon? Nein, wusstet ihr natürlich noch nicht. Das muss ich euch erst zeigen. Und da unten sind eigentlich vier Geister, aber eigentlich werden immer nur zwei davon angezeigt, weil... Sprite Limitation und so weiter und so fort. Aber ist gut gedacht. Ist gut gedacht. Ist eigentlich ganz schön. Okay. Kein Secret Exits hier, kein gar nichts. Es ist alles... Alles für die Sau hier. Den machen wir weg. Yes. Mal gucken, ob ich das so hinkriege, wie ich es hinkriegen möchte. Das ist ein schöner Level. Vor allem wegen Lucky 2, der überhaupt nicht nervig ist hier. Aber ich weiß schon, was dagegen hilft. Hier. Moin. Ich bin jetzt den Fliegenden. Fand ich damals immer cool, aber mittlerweile nicht mehr. Das ist eher so sicheres Fliegen und ich stehe auf Sicherheit bei Super Mario World ja eigentlich mal so gar nicht. Das muss so dangerous wie möglich sein. Okay, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo der Rest der Yoshi-Coins ist. Hier ist das Secret Exit. Auch sehr nett versteckt, finde ich. Das ist auch so eine Sache, die musst du vorher wissen. Na mal. Ey! Oh Gott, der lässt mir hier nie raus. Frecher Dachs hier. Verschwinde! Ah! Ich baue einen Yoshi. Scheiße, wie krieg ich das denn ohne Yoshi hin? Oh mein Gott. Mann, Lucky 2, schmeiß nicht so viel! Lucky 2 hier! Okay. Der Trick ist nämlich, dass die Yoshi-Coin hier oben ist. Und das geht mit dem Yoshi einfacher. Aber wir haben ja keinen Yoshi. Den hat Lucky 2 ja da rausgeschmissen. Die alle Wurstsau hier. Bäm. Noch eine Feder. Yay!
für einen Dungeon am Ende des Forests hätte ich eigentlich gerne keine Feder, sondern eine Blume gehabt, aber das ist. Da wir mir ja alles nicht gegönnt hier. Mein Leben. Leute, das ist total unfair. Wir haben jetzt 99 Leben und wir sammeln nicht mehr. Nicht. Gar null. Da passiert gar nichts. Und das finde ich nicht schön. Nein, ehrlich, Leute. Das ist nicht fair. Das ist unrallig. Sinkelhaft. Okay. Ja. Ja. Na, guck mal, wie er versucht, hinterherzukommen. Die alte Sau. Jetzt ist er tot. Das hat er sich auch anders vorgestellt. Oh, nee, kein Bauchklatscher. Da müssen wir rauf. Nehmen wir mal einen P-Switch mit. Vielleicht brauchen wir den da drin. Ja, und weg damit. Ja. Yeah. Einmal 3 in 1, bitte. Ja. War schön, war schön. Das sind so Szenen, da freue ich mich, dass ich es aufnehme. Dann sieht das nämlich so toll aus. Und dann seht ihr... Ach, guck mal, der Maddie, der hat das ja schön gemacht. Okay. Das muss ich wahrscheinlich 10-mal machen hier. Weil ich nicht weiß, wo hier die Yoshi-Coins sind. Da unten zum Beispiel ist eine. Bam, bam. Ich folge einfach immer den Münzen. Da kann nichts schief gehen. Übrigens Leute, die sterben in diesem Level hier. Ja, soll es geben. Und wenn ich hier so eine Scheiße mache, dann gehöre ich wahrscheinlich auch bald dazu. So, wo ist hier die nächste Yoshi-Coin? Da sind Münzen, da muss auch eine Yoshi-Coin sein. Sag mal, da oben ist eine. Okay, gehen wir jetzt mal runter. Ich folge einfach den Münzen. Das wird wahrscheinlich das Intelligenteste sein, was wir hier machen können. 3 brauchen wir noch. 3 noch. Hier ist noch eine. Ne, 2 brauchen wir noch. Was laber ich denn da wieder für... Und 10. 2 noch. Eine noch. Da ist die letzte. Yay. Okay, jetzt, wo ist mein Plateau? Da ist mein Plateau. Der Hintergrund macht einen übrigens richtig dizzy. Und ich weiß nicht, wie man diese 3 extra Leben da kriegen soll. Ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung. Ich habe es mal versucht, das mit einem Diver hinzukriegen und dann einfach mal einen dicken Bauchklatscher hier aufs Plateau zu machen. Das bringt aber auch nichts. Die fliegen dann nämlich einfach aus dem Bildschirm raus und sind weg. Einfach weg. W-E-K-C-K. Weg. Wack sind die. Genau, wack. Die sind einfach wack. Die Wackness gepachtet. Oioioi. Übrigens, wo ich meinte neulich, dass Butterbridge 1 der erste Sidescroller war, das ist sowieso Unsinn, ne? Hab da mitgekriegt, das erste Dungeon, da hier schon... Au, wow, wow! Sidescroller! Boah, Mann! Das ist... Ich hasse diesen Dungeon, ich hasse ihn. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Kindstränen hier geflossen sind für mich. Bei mir. Ich hab geheult wie ein Schlosshund. Wie ein Schlot! Ah! Huiuiui. Alleine diese Sägen, die sehr schön. Oh Gott. Ich will das nicht! Raus hier! Ende! Aus! Ende! Aus! Yeah! Gibt's hier eigentlich Yoshi-Coins? Überhaupt, meine ich? Ich hasse es. Wow. Ja, schmeiß mal deine Flammies und rüber. Hier gibt's ja auch einen Hard Mode, eine Challenge. Ich weiß nicht, ob ich die Challenge machen soll, weil ich habe nämlich so Scheiße. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier jetzt eine Feder sonst drin gewesen wäre. Und dass die Yoshi-Coins nur in der Challenge zu sammeln sind. Die Challenge wäre, hier rüber zu fliegen. Obwohl, warte mal, ich kann auch rallen. Warte, das ralle ich jetzt. Ja, super gerallt. Yay! Yeah. Ihr werdet euch wahrscheinlich schon denken, was ich vorhatte. Hat natürlich nicht geklappt. Und da wir hier leider Gottes keinen Midway-Point haben, muss ich den ganzen Spaß nochmal machen. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich jetzt so geile Spin-Jumps über die Flämmchen hier machen kann. Ist natürlich sehr utopisch, aber so gut bin ich dann halt auch nicht. Da geht's um Timing, Kumpels. Da geht's um Timing. Ich habe übrigens mal gehört, dass man hier eigentlich fast die ganze Zeit nur nach rechts laufen kann und dann wird man von den Dingern hier nicht getroffen.
Hat die Katze erzählt, die weiß das, die den Level noch ein paar Mal öfter machen müssen. Aber hat den hinterher auch gerallt. Ich finde, das ist einer der schwersten Levels im ganzen Spiel. Gerade wegen solcher Dinger hier. Raus! Ende! Jetzt schmeiß die Säge! Iss die Nutella-Hummel auf! Mario! Oh Gott, nein. Timing ist alles. Also wenn ich es unbeschadet bis zur Feder schaffe, ne, dann werde ich das versuchen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Oh Mann. Es gibt ja Leute, die mögen den Original-Soundtrack von Super Mario World nicht. Ich kann es nicht verstehen. Ich finde den total klasse. So, hier ist die Feder. So, da muss ich jetzt rein. Wetten, da ist gar nichts. Wetten, da ist nichts. Okay. Hoch! All them flames! Nee, hier sind nur extra Leben. Und ich mache mir hier Stress. Ich mache mir hier einen Stress. Das gibt es nicht. Hier sind nur extra Leben. Guck mal, gib mir alle. Ich brauche die alle. Komm. Die sind wichtig für mich. Allesamt. Ja. Wäre gelacht, wenn ich das nicht hingekriegt hätte hier. Woo! Okay, jetzt die Resnors. Ihr kriegt eure Fresse. Insanity Mad Baron. Das Schlimmste bei so Resnors ist übrigens, dass man auf denen nicht spinjumpen kann. Kann man nicht. Das muss man auch auf die harte Tour lernen. Man versucht es einfach und kriegt auf die Fresse. Wie viele Punkte habe ich hier eigentlich schon? Und was bringen diese Punkte? Ich habe das nie verstanden. Das ist überhaupt kein Highscore-Run mehr. Ich habe noch nie in einem Super Nintendo-Spiel gesagt, boah, hier machst du mal den Highscore. Außer bei Tetris Attack, aber das war was anderes. Das war ja auch darauf ausgelegt. Nee. Okay, ich hoffe mal, ich habe jetzt alle Exits im Forest of Illusion gemacht. Und nicht, dass mir irgendwas fehlt. Hinterher gehe ich dann nämlich, das hatte ich schon mal, dann gehe ich auf den Titelbildschirm und denke mir, ja, hast du 96 Exits? Und dann steht da sowas wie 94. Und ich dachte, ja, wo hast du es denn jetzt übersehen? Und es ist hier ja nicht so wie bei Donkey Kong, dass du ein Ausrufezeichen hast, wenn du nicht alle Boni gesammelt hast. Na, das hast du nicht. Das gönnt das Spiel dir nicht. Wow. All them Slowdowns. Whee! Wie er einfach mal im Flug nochmal schnabuliert hier. Komm mal. Muss noch was essen. Ah! Ziege! Yoshi, lass! Das ist gefährlich. Was ist das eigentlich für ein Geräusch? Yoshisaurus Moncha Koopas. That's his name. Das so heißt er. Oh Gott. War hier das Exit drin? Ja, komm mal rein. Und dafür muss man sogar groß sein. Das ist so frech. Was meint ihr, wie lange ich als Kind gebraucht habe, um zu checken, dass du hier in eine Röhre rein musst, um das reguläre, das ist für mich das reguläre Exit, weil du damit den Wald erst verlässt, zu sammeln. Also das Blut, Schweiß und Tränen-Flamenco habe ich da getanzt. Roy! Roy, das ist für schwule Boys! War damals so eine Hosenmarke von Taco, da haben wir uns immer drüber lustig gemacht. Aber eigentlich mochten wir es. Okay, hier muss man so ein bisschen Souveränität zeigen, die ich leider Gottes nicht besitze in diesem Level. Ist auch ein bisschen RNG-based, wie die Flämmchen hier kommen. Nein, ist es nicht. Es hält davon ab, wie dein Bildschirm gerade hängt. Aber für mich ist es RNG. Das ist alles zufällig bestimmt hier. Alles. Und ich bin der, der drunter leiden muss. Nee, eigentlich Ron Jeremy, aber das ist... Der kennt das nicht anders. Aber der mag das auch. Guck mal hier, da alles... Jetzt kommt der nämlich mit. Hier, guck mal, wie der mitkommt. Der kommt mit. Nur echte Rallyes schaffen das übrigens hier ohne dieses... dieses... Was auch immer das ist. Fahrende Schokoladenteil da. Mit bösen Gesichtern. Ich finde, das sind böse Gesichter. Die gucken alle böse. Das sind so zwei Augen, die so... Ich bin ein Scheiße hier. Woo! Okay, ich brauche diesen extra Leben, brauche ich nicht. Was hier super geil ist, das wisst ihr wahrscheinlich nicht, ist, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, wenn man sich zu schnell bewegt in diesem Spiel, dass diese Plattformen dann einfach nicht da sind.
Also das ist schon... Ich finde das schon hart. Hi! Oh, krieg ich... Ich hätte jetzt gerne so eine Feuerblume, dann würde ich den One-Circle können, aber kann ich nicht. Leider nicht. Also im Prinzip zählt es als One-Circle, aber es... waren 3 Sprünge nötig. Das wäre eine Zeitersparnis von, sagen wir mal, 6 Sekunden gewesen. Und das ist sowas von wichtig für mich. Das ist unbeschreiblich. Ich brauch die. Ich brauch die tatsächlich. Dankeschön, Mario. Das ist übrigens der Beste hier. Ron Jeremy found his way through the forest of illusion and has put an end to Roy Cooper of Castle Number 5. Onward to the dangerous but tasty Chocolate Island. Ja, die ist wirklich dangerous but tasty. Wie so ein Big Tasty Bacon. Kennt ihr den Big Tasty Kritiker? Super Typ. Einfach nur grandios, der Mann. Okay. Jetzt ist Ende. Bis zum nächsten Mal.